heute ein Video und ihr seid die Stars. Und jetzt müsst ihr mal alle die Hände in die Luft. Alle zusammen die Hände in die Luft. Ich bin der Alex von der Firma HP Shows, eine Firma für Messe- und Veranstaltungstechnik. Wir sind hier bei der Planet Party mit Veranstalter und für die Organisation und die komplette Technik und Deko und sowas verantwortlich. Also um aus dieser Grünfläche hier, was ja so schon eine super Location ist, eine Bomben-Veranstaltungslocation zu zaubern, brauchen wir ungefähr 3 bis 4 Tage mit 6 bis 8 Mitarbeitern. Ja genau, hier wird jetzt der Mainfloor aufgebaut. Die Traversen werden quasi zusammengeschlagen. Und die Kabel werden grob obendrauf verlegt und beschriftet. Der Mainfloor besteht aus ca. 200 Metern Traverse. Alles Euro 30 FD34. Ah, schätzungsweise 500 bis 600 Meter Kabel werden da drauf verlegt. Die Lautsprecher kommen vor dem Montieren schon dran. Und ein Teil der Lichttechnik wird auch schon vormontiert. Quasi dann wird das Ganze hochgekurbelt und miteinander verbunden. Das ist die Deko-Maike, die baut die Palmen zusammen, die haben wir extra einfliegen lassen, damit wir ein richtiges Sommerfeeling da an der Schokolade haben. Ja, das ist unsere Sternzelt-Theke, die haben wir extra für die Veranstaltung angefertigt. Ist knapp 10 Meter hoch und hat einen Durchmesser von knapp 20 Meter. Wenn sie fertig ist und schön angeleuchtet wird von unten, dann ist es auf jeden Fall eins der Highlights auf der Veranstaltung, wie wir dann abends später sehen werden. Vergessen. Erdspieß. Den hauen wir jetzt einfach hier rein. Mit meinem kleinen Hämmerchen. Ja, das ist jetzt hier das Aggregat. Das haben wir extra hergeholt, weil die Energieversorgung am See nicht für das, was wir hier machen, ausreicht. Das hat jetzt eine Leistung von 80 kVA und das schließe ich jetzt mal an. Wir sind hier gerade dabei, den Hausbereich aufzubauen. Wir sind eigentlich schon fast fertig. Jetzt ist nur noch Ton dran und dann kann es hier, denke ich, mal losgehen. Hey, was geht ab? Mein Name ist DJ SK3. Ich bin aus Dresden und heute hier zum ersten Mal bei DJ Jelens Birthday Barbecue.
Wir drehen hier heute richtig ab, wir werden eine richtig geile Zeit haben. Mehrere tausend Leute werden hier heute am Stocklacher See sein, den seht ihr hier im Hintergrund. Hammer Location, hier ist schon alles dran, jetzt am Aufbauen, alle sind hier wuselig, in wenigen Minuten geht's hier los. Wir haben schon Soundcheck gemacht und wir werden heute eine richtig geile Zeit haben. DJ Ray D, DJ Jelen, Larry Law und noch viele mehr sind hier am Start. Und meine Wenigkeit, SKD3. Man kann sagen, also es ist ein Traum, was hier entstanden worden ist. Entstanden worden ist, heißt ja dummes Zeug. Entstanden ist, aber es ist richtig geil geworden, muss ich sagen. Es kann nur eine mega starke Party werden, weil es war nur Fachpersonal hier. Das ist ein Traum. Ja, danke schön. So, hi, mein Name ist DJ Erster. Willkommen zu DJ Jelens Birthday Barbecue 2012. Wir sind hier gerade noch am Aufbauen. Gleich fängt die Party an um 20 Uhr. Wir haben ganz viele DJs am Start. Das wird heute eine mega Fete. Für alle Leute, die es richtig heiß wird, können wir die schön ins Wasser schmeißen. Soll ich dir helfen, Fabi? Hey, hier ist Luke. Wir sind hier heute auf DJ Jelens Birthday Barbecue. Presented von Planet Radio und natürlich von DJ Jelen himself. Ich selber mache hier heute Fotos bei der krassesten Party, die noch dessen je gesehen hat. Hier werden viele tausend Leute hinkommen. Wir haben ein Hammerwetter. Die Leute stehen jetzt schon Schlange vor der Tür. Ey, wenn ihr das jetzt seht, so solltet ihr euch ärgern, wenn ihr nicht hier wart. Viel Spaß. Ich bin total entspannt. Wir sind quasi fast fertig. Die Gäste können kommen. Wir rechnen mit richtig vielen Gästen heute, weil das Wetter ist ja bombig. Es gibt auch genug Parkplätze, richtig viele Parkplätze. Wir haben dafür extra draußen den Standardparkplatz nochmal abtrassiert. So, mein Kollege, wir stehen hier, müssen die ganzen Fahrzeuge einweisen, dass sie richtig parken, weil viel Stau entsteht durch die Taxifahrer, durch Elternteile, die ihre Kinder hier ablassen wollen. Müssen wir halt gucken, dass der ganze Verkehr hier fließt, dass hier nichts stockt. Es ist auf jeden Fall erst 9 Uhr und hier ist schon richtig viel los, oder? Ja, auf jeden Fall ist viel los. Soll eine richtig gute Party sein. Gott sei Dank Wetter, einwandfrei, muss ich sagen. 13 richtig gute DJs am Start, was will man mehr, oder? Und im Security-Team haben wir die Nachtliga aus Kassel engagiert, die das seit Jahren hier an der Stockelache perfekt durchführen. Das Rote Kreuz baut natürlich auch ein Zelt auf, die müssen vor Ort sein. Dass wenn irgendwas passiert, also wenn hier jemand umkippt oder meint, der müsste betrunken ins Wasser springen, dass da immer gleich erste Hilfe vor Ort ist. Da haben wir also vorgesorgt. So, wir sind vom Deutschen Roten Kreuz aus dem Ortsverein Borken. Wir betreuen diese Veranstaltung seit Beginn, seitdem die hier ist. Ist ja immer größer geworden von der Anzahl her. Wir sind heute mit 12 Helfern hier im Einsatz. Wir sind für die Verletzungen zuständig. Wenn jemand verletzt ist, der kann dann zu uns kommen, wird von uns behandelt. Vielleicht auch mit einem RTW ins Krankenhaus gefahren. Wenn jemand betrunken ist, sind wir nicht dafür da, dass er sich hier bei uns ausruhen kann. Es sei denn, er ist halt gar nicht mehr ansprechbar, dann sind wir natürlich wieder zuständig. Wir haben uns auf diesen Einsatz vorbereitet, indem wir uns Gedanken gemacht haben, wie viele Besucher erwartet werden, was wir hier brauchen. Wir haben also hier bei uns eingerichtetes Equipment, dass wir Leute hinlegen können, für uns selber eine Verpflegung, da ja der Einsatz etwas länger geht. Und hoffen, dass nicht so viel passiert, dass es schön wird. Ja, hallo erstmal. Bei uns gibt es heute im Angebot Bratwurst, Pommes und Currywurst, alles was Sie wollen fürs Herz und natürlich auch Getränke, Cola, Fanta Wasser und natürlich auch Bier. Und das Beste natürlich die Pommes und Schnitzel. Und es sind ja schon ein paar Leute da, also es geht schon ein bisschen was ab hier, also es ist in Ordnung hier. Ich wünsche euch viel Spaß, macht's gut. Yo, yo, yo,
ich grüße alle Zuschauer. Wir sind hier auf der Planet Party in Borken am See. Es geht hier richtig ab, wie man gut sehen kann. Ich grüße all meine Eilendorfer. Ich liebe euch. Hallo, was geht ab? Danke Planet für die Karten, ey. Es ist so geil hier. Guckt euch nur mal um, wie viele Leute hier sind. Bombe, danke. Ey, das ist voll die geile Planet Party hier. Hier ist deine Geburtstagsparty. Und wir haben eine Überraschungsgast für euch heute Abend. Die Dani ist am Start. Ey, dann kommt doch mal ein bisschen nach vorne. Ich bin hier so alleine. Macht ihr das? Und dann wackeln wir zusammen ein bisschen mit dem Arsch. Hier ist Escape für euch. Hier ist die Leinwand. Hier ist die Mucke. Wo sind die Hände? Planet Radio. Ich bin hier bei DJ Jalen's Birthday Barbecue, kann man ja hören. Und ich bin jetzt das fünfte Mal hier, glaube ich, und es ist definitiv das beste Mal. Das Wetter ist absoluter Kracher, die Bühnen sind der Hammer, die DJs sowieso, ich glaube 13 sind hier. Ich muss mir die alle noch mal angucken und vielleicht auch eine Runde anfassen. Ich hoffe, ihr seid hier gewesen, habt Spaß gehabt. Wenn nicht, dann habt ihr was verpasst und dann machen wir das beim nächsten Mal. Hallo? Hallo? Ach so, ja, okay. Hey, hier ist der Vigi. Ich bin das erste Mal hier und ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier los ist. Wer nicht hier war, der hat absolut was verpasst. DJ Ray D, was ist eigentlich das Besondere an diesem Barbecue hier? Hi Dani. Also das Besondere an dem Barbecue ist, dass wir im Moment 23 Uhr haben ungefähr noch gefühlte 20 Grad. Draußen sind irgendwie ein paar tausend Leute und feiern auf die geile Mucke hier. Und ja, es ist einfach super, super fett, weil es ist warm, es ist wie im Urlaub. Das ist das Besondere an dieser Party hier. Wie lange gibt es denn die Party schon? Das ist jetzt das fünfte Jahr, dass wir die Party machen und wir hatten eigentlich bis jetzt jedes Jahr Glück. Letztes Jahr hat es zwar ein bisschen geregnet vorher, aber dieses Jahr war es vom Wetter her echt geil, sehr heiß und ja, Sonne. Was gibt es denn für Specials so? Ja, also wir haben jetzt außer, dass die Dani von Planet da ist. Ja, die Dani von Planet ist da, ach, das hast du ja schon gesagt. Und wir haben auch einen super geilen DJ aus Dresden, den SK83, der ist zum ersten Mal dabei und der legt nachher mit Videos auf. Wir haben eine riesen Leinwand über dem DJ-Pult, das sieht echt total fett aus. Außerdem haben wir irgendwie diesmal alles so ein bisschen anders verlegt. Der Mainfloor ist an einer anderen Stelle und der Hausfloor auch. Sieht alles ein bisschen schöner aus wie die Jahre zuvor. Na, hoffentlich komme ich da nicht durcheinander. Aber wenn, dann feiere ich überall. Aber ich dachte, wenn du neben mir stehst, kommst du sowieso durcheinander. So, ich gehe tanzen. Geht ihr erst auf und dann seht ihr der zweite. Stochelache Seid, DJ Jalen's Geburtstag, müsst ihr unbedingt nächstes Jahr dabei sein. Sound! Hey, das ist die geilste Party von ganz Nordhessen! Was geht? Yo! Komm vorbei! Genau! Komm, hey, das ist Kassel-Borken! Beste Party! Zieh dir rein, Mann! Besser geht's nicht! Überhaupt nicht! Auf jeden Fall, Alter! Auf jeden Fall! Beste Party ever! Geht nichts drüber! Das ist beste Party! Look at me now! Look at me now! I'm getting paper! Look at me now! Look at me now! Yeah, yeah!
Yo, what's up? Hier ist DJ John aus Würzburg. Ich kann sagen, die Atmosphäre ist unbeschreiblich. Man, gute Menschen, wunderschöne Mädels, gute Leute, gute Laune. Es ist Bombe hier. Aber ich meine, wer nicht hier gewesen, hat richtig was verpasst. Was geht ab, Party Peeps? Hier ist DJ Jalen von den Planet Radio Black Beats. Und wir sind hier an der Stockelache in Borken. Wir feiern meinen Geburtstag. DJ Jalen's Birthday Barbecue 2012, Nummer 5 dieses Jahr. Das ist mein Homie DJ Mighty Mike von der Dirty Bounce. What up? Yeah. Und ich würde sagen, dieses Jahr haben wir es wieder geschafft. Es war eine mega Party. Die Leute waren mega drauf. Es war einfach genial. Geile Stimmung. Alles fett. Ich würde sagen, wenn ich da war, hat was verpasst. Und nächstes Jahr aufs Neue, DJ Jalen's Birthday Barbecue 2013. Ich will euch alle hier sehen, okay? Alright, peace! Beste Party überhaupt, ohne Mist. Ja, Mann. Schockelache. Und man ist ja hier. Beste Party dieses Jahr wieder. Geht DJ Jalen's beste Party, beste! Ich bin sehr zufrieden. Es gibt natürlich immer Kleinigkeiten, aber ich sag mal, jeder Gast, der hier war oder jeder, der irgendwo hier war, hatte Spaß. Es ist keiner nach Hause gegangen und hatte hier keinen Spaß. Und wenn die Leute Spaß haben, dann bin ich zufrieden. Yeah, man.